Hallo, liebe Freunde des Kultigen Okkult. Hier sind wir wieder bei der neuen Folge von Call of Cthulhu. Ja, hallo, hier sind wir wieder und Igor, ja. Gehen wir wieder in die Küche, da liegen noch so ein paar Sachen rum. Das ist nicht schön, wenn die da immer so offen rumliegen. Ja, da fallen sie schon, da fallen schon Sachen. Da liegen schon Gliedmaßen rum. Das ist nicht schön. Das ist. Ach, hier ist es. Das ist unordentlich hier. Naja, gut. Es ist nicht so einfach, heutzutage mehr gute Igors zu kriegen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Willkommen zurück hier bei Call of Cthulhu. So, Spielladen war, glaube ich, gut. Wir sind in der letzten Folge in einem, ja, etwas zwielichtigen, wie soll man das nennen, Hospital gelandet. Institut. Und müssen jetzt sehen, dass wir noch wieder rauskommen, weil ich glaube, der Aufenthalt würde uns dort geistig und körperlich nicht gut tun. Das Riverside-Institut. Jo, deshalb werden wir in dieser Folge versuchen, dort rauszukommen. Ansonsten können wir uns da auch gleich in der Zelle einliefern lassen, dort bleiben. So, deshalb, das ist unser Ziel heute. Und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Sonst müssen wir Igor mit der Säge holen und dann geht das vielleicht anders. So, schauen wir mal. Aber was mit diesem Officer Bradley passiert ist, das frage ich mich immer noch. So, ist das nicht schön, dass er mir wieder. Ach, herrlich. Hier ist man gern, da. Schaut man mal auf. Oh, jetzt hat er wie mein Nachbar. Okay. So, mal gucken. Ob wir hier irgendwas finden, was uns Hinweise gibt. If I don't get out of here, I'll end up like him. Okay, das ist nicht so schön. Komm mal rein. Nope. Was haben wir hier Schönes? Ist wahrscheinlich auch abgeschlossen. Ist vielleicht auch ganz gut so, ich weiß nicht. Poor wretch. Der ist das Institut hier. Ja, bei dem Essen würde ich auch was flippen. Was ist das hier? Oh. I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. Hmm. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Okay, Tarnung und Erkennung. Wenn ein Feind deine Angesicht vermutet. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr lesen, was da steht. So, was ist das hier? Lagerraum oder was? Da sollte man also ganz vorsichtig bleiben. Hier nicht entdeckt werden, diesen Typen. Wir müssen aber gucken, dass wir selber hier vielleicht irgendwas finden, was uns irgendwie weiterhilft. Kann ich hier keiner zu sehen? Leg diese scheiß Laterne weg! Nur Gedöns. So Blätter. Das. Ups.
The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Mist. Okay, bis zum von vorne anfangen. Liegt so viel rum, aber man kann nichts damit anfangen. High Voltage. Was ist jetzt? Okay, der Makro keine engen Räume. Ja, das sah jetzt merkwürdig. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want, I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Sind wir jetzt hier in der Küche? Sieht so aus, ja. Der sollte uns nicht sehen am besten. Okay, der steht da wieder rum. Okay, der geht immer denselben Weg. Perfect.
Irgendwas ist hier. So, hier. Das Wagen. Ach, lässt mich doch mit der Laterne in Ruhe. Idiot. Okay. Was irgendwie? Okay, dann geht ihr wieder da rum. Sehen. Ich komme da gleich wieder rein. Ja. Okay, da kommt der wieder. Gut. Also, sobald er raus ist, haben wir ein bisschen Zeit, hier die Regale zu untersuchen. Und der läuft immer denselben Weg lang. Zeug rum. Ist irgendwas, was wir gebrauchen können? Was uns irgendwie weiterhilft? Hm. Ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, da kommt er wieder. Dann kann es Sinn machen, dass ich hier bin. Drei Werkzeug rum. Kittel.
Whoops. So, wenn du abhaut, geh mir hier raus. Das bringt mir irgendwie nichts, glaube ich. Oder? With these chains on your wrist, you can't escape. Hm. Okay. Da kommt er wieder. Was bringt man denn hier? Oops. Scopolamine, morphine, opium, nothing but common drugs. Jan, steh auf! Hä? Macht er das denn jetzt nicht? Opa! Da lang. Gefährlich, gefährlich. Da ist einer, okay. Was ist das? Referiat über die Medizin. Ja. Gut, wir sind auch in einem medizinischen Institut. A control wheel to mount on a plumbing system. Okay. Ein Rad, ja. Da ist guter Rad teuer. Ja. Lohnt sich das hier die Lampe anzumachen? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch was verräterisch. Man sieht ja auch überhaupt nichts hier. Nee, das ist das Problem. Irgendwas. Das
mir irgendwas bringt. Lieber Dokumente. Paket. Decken. Besen. Wir profan hier. Okay, dann war dieses Rad hier wohl das einzige Geheimnis, wie es aussieht. So. Was steht da? Administration. Okay. Ob ich da rein sollte? Da ist jemand da hinten. Blutspur? Good God. What could this machine be used for? Ich will das gar nicht wissen. Oh wei. So. Hä? Krankenakte von Francis Sanders. Psychosen. Stach seine Augen in einem Topf. Oh Gott. Okay. Francis Sanders. Was haben wir denn hier so an Neuigkeiten erfahren? Okkultismus gestiegen, Medizinkunde. Okay. Wir können einen Punkt vergeben. Hey, da würde ich mal Entdeckung machen, weil ich habe das Gefühl, ich tappe hier so ein bisschen im Dunkeln. Also da ein bisschen besser werden. Hinweise. So, viel haben wir noch nicht gefunden. Jetzt haben wir hier so ein Rad. Ah. Wissen. Gut, wir haben jetzt hier noch ein Medizinbuch. Vergangenen Jahrhundert. Warum so alter Kram? Tiere, nichts drin. Was soll das da darstellen? Was ist das hier? It's an ammeter. Strommessgerät. I didn't expect to see one on this little rock. Soll ich das benutzen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber wenn hier schon ein Schalter ist. Have I activated anything? Was ist das hier? What is going on here? So das sein? Ja, ein Monster. Sehr merkwürdig. Is there a connection between this corpse and the machine? The corpse is complete. Whose are these limbs? Warum hat man...
Aber schneiden halt mein Gliedmaßen ab. Sind alle bekloppt hier, ey. Was soll der Quatsch? Na gut. Die muss wohl rein. Oder? Worse and worse. Gott, was soll das alles? What's the connection between this meat and the electrical installation? Willst du das wirklich wissen? Was ist das? Warum will ich das wissen? Ich weiß nicht. Zu viel Neugier. Eine Curiosity kills the cat. Sagt man ja nicht umsonst. Aber hier ist auch noch was. Do the cops know what's going on? Ah. Okay. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Ja, hier sind Elektroden oben. Was soll der Quatsch? Sind wir bei Frankenstein oder was? Knopf. This machine seems to consume a great deal of electricity. What will happen if I increase the current to the limit? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hier gab es ja sonst nichts zu entdecken. Wie es aussieht. Komisch. Warum macht man hier noch eine Schublade, wenn da nichts drin ist? Wie warum das? Warum will man hier arbeiten? Da hat er durchgeknallt hier. Oh, nee. Ich glaube, das ist nicht gut. Dann kriegt er wieder Beklemmungen, unser Herr Detektiv. Vielleicht sollte man sich ja verpissen. Exactly what I need. Locked. Hmm.
Warum ist eigentlich immer alles feucht? Irgendwie über nur kaputte Rohre oder was? Ja, ich komme wahrscheinlich in den Klappbein, ne? Außer das ist wahnsinnig. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Obwohl, warum steht hier eine Leiter? Oh oh. Da kommt wieder einer, da verpissen wir uns lieber. Dass hier den ganzen Raum nichts gibt. Oh, shit. Der geht aber nie ums Eck zum Glück. Da ist einer dran. Da steht Ausgang. Da kommen wir aber nicht raus, weil wir einen Schlüssel brauchen. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Notiz an das Personal. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitung ist allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen, wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Wir müssen hier also irgendwas zum Explodieren bringen. Das ist ja wahrscheinlich nicht schlecht. Fragt sich nur, womit. This valve controls the pressure. Okay, hier haben wir jetzt volle Pulle. A duct. It's impossible to break this chain with my bare hands. Okay. Da ist ein Schalter. Hm. Da ist ein. Da könnte man vielleicht dieses Rad anbringen, was hier. Was ich gefunden habe. Und das Ding haben wir ja schon mal aufgedreht. Under pressure. Bräuchten wir einen Bolzenschneider.
Das sieht sehr fachmännisch aus hier. Was ist hier? Oder hier? Hier könnte man vielleicht auch das Rad anbringen. Now for the next step. Okay. Oh, nice. Okay. Und dann können wir das auch noch aufdrehen. Mal gucken, was passiert. So, jetzt haben wir auf allen Leitungen bestmöglichen Druck. Wenn ich das richtig sehe. Da ist auch full. Und da ist auch volle Pulle. So, jetzt haben wir richtig schön Stress gemacht hier. Das macht doch Spaß. Ich möchte Dinge in die Luft jagen. Wie sieht es denn unten aus? Finde ich nicht schön. Will ich gar nicht wissen. Eieiei. Hm. So. Gas läuft. Jetzt müsste wahrscheinlich hier noch irgendwie reinkommen. Da brauchen wir noch ein Rad anscheinend. Und wo kriegen wir das her? Hier liegt nichts rum oder so. Ah. Ich will diesen wichtigen Raum auch nicht abschließen. Hier ist eine Tür. This padlock is too complicated for me. Ich bin zu blöd, die Tür aufzumachen. Toll. It's no use. The padlock won't give. Nee. Du brauchst wahrscheinlich einen Ermittlungswert von Meister oder sowas. Was habe ich denn überhaupt? Ja, gut, ich bin ja schon Experte. Eieiei. Marie Colden, Ärztin. Die ist eine Freundin von Officer Bradley. Hm. Charles Hawkins. Alles sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig, Kinder. Was ist das? Mitteilung des Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Arzthände nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen Sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten, Dr. Fuller. Na komm. Hm. Was? Hm. Hier sind Kartons. Hm. Wir müssen also irgendwie noch einen Lagerraum finden, in dem Dinge gelagert werden. It's locked. Hier sind alle Türen gelockt, ey. Ist ein Scheißdreck. Achso, das ist hier so ein High Voltage Ding. You can see me. Let's calm down, please. Oh. Okay. Okay. Was habe ich mir da gerade angehört? Ich nehme einen Behandlungsraum oder was? Hm. Whoops. Uh-oh. Kommen die hier rum? Hm, was ist das hier im Raum? Komme ich da hin?
Tür ist abgeschlossen gewesen. Was steht da oben? Block A. Hm. Langsam, dass die gleich um die Ecke davon kommen. Also hier ist wieder so ein Stromraum. Und hier war zu. It's locked. Mist. Wo sind die überall abgeschlossene Türen? Na gut, so. Na gut. Klappt's müde. Was ist das nochmal? Die Administration, die war ja auch abgeschlossen. Okay. Hier doch so Infos rumliegen. Nicht so viel Zeug. Hm. Okay, dann. Ja. So machen. Hier stehen immer noch da die Typen. Wo stehen die da rum? Das nervt. Hm. Ich habe mir das eine Rad gefunden. Vielleicht noch ein anderes ist. Hm. Hier liegt nur ein Gedöns rum. Hm. Ups. Da stehen immer noch die beiden Typen. Eieiei. Also dann geht er rum. Da sieht man das Gas fließen, so da rumstehen. Könnte mir auch nicht gefährlich werden, würde ich mal sagen. Hier ging es ja nicht rein. Ja. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. Yeah. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards. Okay. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Ich krieg den hier alles rum. What is welling up inside? Haben die Leute alle für Probleme hier? Okay.
Ups. Da steht einer, okay. Das ist nicht gut. Gott, okay. Ja, auch hübsch hier. Okay. So, schneiden. Okay, so. Ich denke mal, ich muss hier irgendwie sowas wie eine Apotheke finden oder sowas. Ups. Der steht da rum. Aber achtet der auf mich? Die haben einen tollen Job hier, die Leute. Was ist das hier? Was ist denn das? I bet there's no longer any priests on Darkwater. Hey! It's no use. The padlock won't give. Okay. So blöd, die Tür aufzumachen. Seem to be friends with the nurses. If I can't. What do you want? Sleep. That's all. What? Sleep. You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing?
button fine here, except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah, and in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Okay. Oops. Da steht einer rum. Okay. Shit. Ups. Okay, wenn der jetzt 1, 2, 3, 4, 5 durchgelaufen ist. So, was gibt's hier? Nice. Whoops. I think we've got a walker. Ah, schon wieder. This way. It's locked. No, don't. Pain is just information, dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me. Kill me. What? If you don't kill me, he will. My poor friend, I fear your mind is lost forever. No! Ich hab nicht so scheiß Apotheke. Ist das nicht hier? Whoopsie. Der Hammer wäre gar nicht so schlecht.
Ja, das ist komisch, dass man hier überhaupt nichts Nützliches findet. Storage Room, ja, das ist ja ein Lagerraum. Das ist der Lagerraum, okay, das ist nicht die Apotheke. Hier liegt auch ein Bolzenschneider, aber aufnehmen kann ich hier nicht. Dieses Rad hier kann ich auch nicht nehmen. Komisch. Moment. Jetzt habe ich's. Okay, das Rad habe ich. Das Rad habe ich. Muss ich also irgendwie die Apotheke finden. Um die Schlaftabletten für diesen Typ zu kriegen. Jetzt kommt der Wächter wieder. Ah, das ist nervig. Geht dahin, guckt aufs Regal, geht wieder zurück. Was ist das für ein Job? Mehr auch bezahlt werden für, ey. So. Der verpisst sich jetzt wieder. Das ist die Apotheke. In welche Richtung geht der jetzt? Die, okay. So, wo sind jetzt die Schlaftabletten? Hier ist nix. Hier ist gar nichts, ey. Scheiße. Hier ist auch nichts.
So, verstecken wir uns mal schnell wieder hier. So. So, wer der wieder hier? Hier ist. Und aufs Regal guckt. Gehen wir schnell in die Apotheke. Tja, hier muss irgendwo was sein, ey. Wir haben hier eine Apotheke, wenn hier kein Zeug ist. Hm. I think we got a walker. This way. Ja, ja. So eine Scheiße, ey. Steh ich nicht. You there, come here. I don't know what you're doing there, but... Who's there? You there! Da kommt er wieder. Oder? Jetzt, ja. Who's there? I saw something over there. Okay. Hau ab, Mensch. Piss dich. Okay. Puh, das war knapp. Ich weiß nicht, warum hier nirgendwo eine scheiß Schlaftabletten sind. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Ich finde sie hier nicht. Hier sollten die irgendwo sein, aber dass hier eine Pharmazie ist. Dann gehen wir wieder zurück. Bis der wieder hier ist, dauert es nochmal einen Moment. So, da müssen wir nochmal gucken. Inventar. So, wir brauchen dieses eine Rad noch.
Puh. Wo finden wir das Ding? Dachte, hier wäre ja irgendwo was. Aber irgendwie. Oh, da kommt er wieder. So viel Zeug, aber ich kann das nicht benutzen. Ist er wieder weg? Ja. Wo ist dieses scheiß Ding? Kann man das benutzen? Hm. Oh. Hier ist was. Hier ist was. Nicht gegen die Tür laufen. Du liebst die Laterne, ne? So, gucken, hier ist keiner. So, das heißt, wir haben jetzt das dritte Rad gefunden hierfür. Jetzt müssen wir halt irgendwie diese Tür aufmachen können. Dann können wir hier vielleicht ein kleines Feuerwerk veranstalten, mal sehen. Ob wir hier rauskommen. Das steht ja unter Druck ordentlich. Nur Frage ist, wie kriegen wir jetzt hier einen Bolzenschneider zustande? Die Tür war ja auch abgeschlossen hier. It's no use. The padlock won't give. Calm down, please. No, don't! Pain is just information, dear Francis. Invaluable information for my research. Kill me! Okay. Kill me! What? If you don't kill me, he will. My poor friend, I fear your mind is lost forever. Oh, okay. Was ist das hier? Die beiden Typen achten hier auf mich. Hier ist nix. Komisch. Ha 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 ha!
Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. Ja, klar. In exchange, I can make noise. Wer will das ist ja nicht, ne? Gerne mal schlafen da. Draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Da steht einer. Und da vielleicht hier lang gehen. Ups. If I do not stop, I catch him. If I catch him, I sleep. If I sleep. Wo läuft der lang? Am I dead? Da lang. It's done. Now for the others. Okay. Sarah Hawkins. Oh. She was a patient here. Hmm. Okay. Hmm. Das ist so. Was ist das hier? Oh. That Dr. Fuller again. Hm. Was hat das zu bedeuten? Anatomy, anthropology, nothing surprising. Hm. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Ja, nur Kopffüßler, wer mag sie nicht? Hm.
gehen wir. Jetzt sonst nichts Geheimnisvolles noch, was wir vielleicht übersehen haben. Archiv. Okay, da geht der Wächter wieder. Okay, Archiv. Okay. Muss ich aufpassen, dass wenn der Typ hier wieder kommt. Upp, da kommt er auch. Ich glaube, der kommt hier nicht rein. Der steht da auch noch. Ja. An dem komme ich wahrscheinlich nicht so einfach vorbei. Ja, muss man mal überlegen. Tja, wir kommen jetzt an den Bolzenschneider, keine Ahnung. Habe ich noch nirgendwo gesehen, und Ding. Ich weiß, kann ich irgendwie benutzen kann. Ist also hier auch nichts aufgefallen in der komischen Anstalt hier. Das ist der Kollege hier. So, have you got him? Not yet. Hurry up, if you don't want them to find you. Hm.
Kann man da hoch? Where do they keep their sleeping pills? Whoa. Komm, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Was ist das für ein Job, ey? Schlorch den Bursche. Ja, wo sind diese scheiß Schlaftabletten, verdammt? Moment. Oh. My new friend's sleeping pills. Gott, oh Gott. So. Dann haben wir die. So, während der hier guckt, verstecken wir uns hier jetzt nochmal. Weil hier kommt keiner hin. So. Problem ist jetzt, wo bekommen wir hier einen Bolzenschneider her? Wenn wir dieses scheiß Schloss rauskriegen. Das ist jetzt schwierig. Jetzt müssen wir doch mal raus. Das ist alles sehr verwirrend hier. Was ist da drin eigentlich? Das ist die Küche. Aber da ist immer einer drin. Jetzt. Der geht dahin. Okay. Kommt er zurück? Okay, vielleicht sieht er mich jetzt nicht. Wow. Schöne Küche hier, hä? Aufgeräumt. Yes. Hier irgendwas. Was ist das? Da kann man so stecken, okay. Oh. Warum muss der Klaustrophobie haben, der Vogel? Weg. Okay. Oh Gott. So, was ist das hier? Oh, 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 oh. Hm.
Puh, okay. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schlüssel bekommen. Die gucken wir mal an. So, wir haben jetzt einmal einen Schlüssel zum Wartungsraum und zum Wachraum. Im Keller. Okay. It's no use. The padlock won't give. Schade, ich dachte, alle Schlüssel würde hierfür passen. It's no use. The padlock won't give. Okay. It's impossible to break this chain with my bare hands. Reicht das auch nicht? Das? Kommen wir hier sonst noch irgendwo rein? Bringt mich alles nicht weiter, Leute. Wir müssen hier irgendwie hier reinkommen. It's no use. The padlock won't give. Na, wie? Okay, da stehen die beiden Wachen vom Ausgang. Okay. Hier ist dieser Stromapparat. Zwei haben vollen Saft. Also braucht man einem, ja, müsste man noch so zwei Dinger finden, um hier den Strom voll aufzudrehen. Okay. Wie komme ich denn ran? Wo finde ich die? Wo will ich das überhaupt? Bei hinten hier war da auch noch ein Ausgang, ja. Der Wachmann. So, der ist weg. Oh shit. Was ist das hier? Ich sehe überhaupt nichts. Okay, kommt wohl gerade keiner. Warum? Ein bisschen nervös, der Typ, ne? Okay. Get me out! Don't let me sleep in here!
Der kommt in die Richtung. So, ich hoffe, der kommt nicht hier lang. Ist der hier nix, ne? I've got what you want. Show me! There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows, they're everywhere. Make them go away. Help! Eieiei, oh Mann. Oh, da kommt wieder einer. Diese scheiß Wachen hier, ey. Das geht ja nicht auf die Nerven. Ups. So, der ist weg. Kann ich die Tür aufmachen? Ne, okay. What carnage. What? Was sind wir hier? Ach du Scheiße. Okay. Was haben die hier gemacht, diese Bekloppten? Wofür braucht man hier eine Kerze? Ja, warum nicht, ne? Hier ist nochmal so ein Stromding. Oh. Theoretically, I've only got one lever to push. Okay, einen brauchen wir noch. Hier ist ja so ein. Da kann man es verstecken. Was ist das? Geschichte der Medizin des 20. Jahrhunderts. Hey, kann man immer gebrauchen. Ja. Sonst irgendwas? Geheimnisvolles? Außer Blutflecken. Oh Jesus Maria. Ja, müssen wir uns jetzt auch nicht länger angucken.
Hoppadi. Aufpassen. Ich will hier nicht gesehen werden. Das hier alles haben. Man weiß es nicht. Upsidipadadipidu. Ich glaube, ich verpiss mich hier mal. Noch irgendwas zu entdecken? Nee, okay. Gut. I'll go take a look. Oh. Oh shit. Ach, das war's schon wieder. You there. Okay. Immer das brauche. Wahrscheinlich lerne ich damit ganz schnell. Natürlich praktisch. Ups. So, der sieht mich nicht mehr. Oh. Ist doch ein bisschen riskant hier. Ich habe ein Rad erhalten. Palopala. Da kommt er wieder. Scheiße. Irgendein Buch, keine Ahnung. Ist gerade auch egal. Da ist einer.
Whoa. Who's there? Wir müssen aus dem seiner Sicht raus. Scheiße. Kommt er mir jetzt hier nach, oder was? Spiel macht mich wahnsinnig. So. Raus hier. Verstecken uns erstmal hier. Hier kommt ja eigentlich nie einer rein. Also in dem Bereich. Ich sehe nichts. Ich mache die Tür besser wieder zu. Was sind wir hier jetzt? Wo sind wir hier? So, falls einem am Zuschauergerät jetzt schlecht geworden ist, sorry. So, wenn man das Spiel hier ein paar Stunden hintereinander gespielt hat, ist man so, so komplett paranoid geworden. So, hier sind wir in irgendeinem Raum. Hier kann man nochmal ein Stromdings anmachen. Honk. All the levers are activated. Ah, cool. Okay. Was ist das hier? The door is blocked on the other side. So. Wo ich wohl da durchkriechen, was? Oh. Komm ich nicht sehen. So. Sieht ja lecker aus. Oh. Ja. Ja. Warum muss der Klaustrophobie haben? Detektiv mit Klaustrophobie. Ja Gott, was sind wir denn jetzt? Kannst du dich wieder dich beruhigen, mein Freund? Das ist der Raum, wo wir nicht reingekommen sind. Das hier? Okay. Jetzt habe ich die Zange von innen. Ihr Scherzkekse. Huck! Jawohl! Kann ich die drauf machen? So. Hier sind wir nämlich jetzt. Das war aber jetzt sehr umständlich, Freunde. Das ist ja alles auf volle Pulle noch, ne? Ich habe hier so schön manipuliert hier. Hier war nichts drin, ne? Nee. So, das ist auch im roten Bereich. Das ist gut. Also für mich. Hoffe ich. So, das heißt, da müssten wir hier das Rad dran bringen können. Und drehen wäre auch noch gut. Muss mal gewöhnt werden, ne? Wer wartet das hier eigentlich?
Hallo, ich bin Hausmeister in einer Horrorklinik. 24 Stunden am Tag, Spaß. Kittel sind im Preis mit drin. So. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich hier dieses Ding hier bewege. This lever must turn on the gas machine. Ich vermute es auch, mein Freund. So. I've got to hide before the guards see me. Kann ich hier wieder rein? We gotta tell him though. Krieg ich wieder rein, ja. What? Panik! Oh, wie ist das Licht an, Junge? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ist wie eine zweite Geburt hier, das Ganze. Geh ins Licht. Eigentlich diese scheiß Laterne weg. Sie geht mir auf den Nerv. Weg damit. Das ist so scheiße gemacht. So, also wir haben jetzt hier das Gas angezündet. Ich hoffe, das hat jetzt irgendeinen Sinn. The door is blocked on the other side. Achso. Du hast noch eine, oder nicht? Ich sehe überhaupt nichts hier. Hier ist auch noch mal eine Tür. Lass mich durch, ich bin Arzt. Was ist das für eine Sauerei hier? Das war eben nicht ich. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to kill me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. That's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. Widerrufen? And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. Yeah. We should never have met. Ich glaube auch. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah. Frag doch nicht. The Chandler. Der Schlurfer? Sanders.
Pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Was ist das denn da? Laserstrahler? Ist das denn ein Grimm, oder? No! Sam! Ist das denn... Hallo? What the hell? Hallo? Wer ist jetzt hier bekloppt eigentlich? I got it. Sollte machen, dass ich mich hier verpisse, glaube ich, oder? This is insane. What killed him? Willst du das wirklich wissen? Also. Oh shit. Ich habe mir das Gas aufgedreht. Okay. Kann man hier raus? Was ist? Damn! Shit. The gas! What? My head. Later. We need to move on. What? Was geht denn hier ab? Kapitel 6. Philip Hawkins. Willkommen im neuen Kapitel. Pierce erwachte in einer Anstalt im Keller des Riverside-Instituts. Dort traf er auf Dr. Cole und eine Freundin von Dr. Bradley, die ihn... der ist kein Doktor... noch nicht, wie ihn zur Flucht verhalf. Er durchstreifte den Ort, in dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor den Augen des Detektivs starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colton das verfluchte Gebäude. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Also, dass Colton diese Frau auch raus ist, das muss man sich dann denken. Die drei Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Seit wann bin ich mit Bradley verbündet? Ich dachte, der ist eher gegen mich. Der ist doch vom Toten wieder auferstanden. Das stimmt doch was nicht. Der stimmt doch wirklich was nicht. Was geht hier vor? Was ist jetzt? Oh Gott. Hat er wieder zu viel Calamares gegessen und Albträume? Ja, das Zeug ist einfach nichts. Hallo. Who goes there? Yes, it's Maria. That nightmare again. I need a drink. Ja, dem Schrecken brauche ich jetzt auch ein. So. Das ist. Oh, das sieht doch cool aus. Hier scheint zum ersten Mal, glaube ich, die Sonne in diesem Spiel. Ach, da die reden da unten. Gut, tun Sie, was Sie wollen. Ich versuche, ihn zu finden zu bringen. Aha. Wie kommen die beiden jetzt da überhaupt hin? Die sind hier von der Insel runter. Was hat das hier alles zu bedeuten? Aber das sieht noch schön aus hier. Zum ersten Mal ist es hell. Ja, darum baut man auch Fenster. Und Lampen. Aber die sehen nie an, diesen Gruselspielen. Das sieht auch furchtbar aus. Ey. So, aber was das alles zu bedeuten hat, das werdet ihr heute nicht mehr erfahren, Kinder. Denn... Muss mal gucken, was Igor so treibt. Und das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Wir sind jetzt im neuen Kapitel, Kapitel 6. Und vielleicht werden wir jetzt hier ein bisschen erfahren, während hier die Staubflöckchen über den Monitor fliegen. Was das hier ist. Was es hier mit dem ganzen Scheiß auf sich hat. Uff. Das mache ich mir auch mal in meiner Bibliothek, wenn ich da ein Schloss gekauft habe. Eine schöne Ecke mit dem Schädel. Das schadet nie. Das ist gut fürs Ambiente. Ja, und mit diesem schönen Anblick hier in der staubigen Bibliothek verabschieden wir uns, Igor und ich, und hoffen, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, wo sind die neuen Beine, Igor, die gestern gekommen sind. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.